von unserer Seite, von der Barmer GK, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, erstmal in eurer eigenen Schule. Und wir sind von den jungen Helden. Wir finden das erstmal ganz toll, dass sie sich für diese Aktion engagieren und versuchen, eben hier diese Nachdenklichkeiten doch auch an unsere jungen Leute heranzubringen. Wir sind heute hier in Lendestadt im Gymnasium. An dieser Schule ist ein Schüler, Luis, und der hat was für seine Schule getan. Ich habe mich beworben bei einem Gewinnspiel der jungen Helden zusammen mit der Barmer und Unicum. Ein Gewinnspiel war ein Schulbesuch von Klaas und junge Helden, um eben über das Thema Organspende aufzuklären. Dass ich bei meinem Sohn jetzt ein paar coole Punkte mehr habe, und das liegt nicht daran, dass mein Job sich verändert hat. Das liegt ganz einfach daran, dass wir, die Barmer GEK, Teil eines tollen Konzeptes sein dürfen. Eines Konzeptes, das die jungen Helden gemeinsam mit Klaas ins Leben gerufen haben. Claudia hat damals also ganz in erster Instanz mit Nico diesen Verein sich erstmal ausgedacht und gesagt, wir möchten gerne was machen, und sie haben den dann gegründet. Claudia, 2003 saß er also bei mir am Küchentisch zu Hause und meinte so, sag mal, du machst doch was mit Werbung. Kannst du mir nicht ein bisschen helfen? Ich möchte das Thema Organspende ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit vorbringen, und dann spontan zugesagt. Daraus entstand dann wirklich eine Freundschaft, irgendwie das Ziel, das Thema in die Öffentlichkeit zu rücken. Aber wie gesagt, nicht zu sagen so, spendet Organe, sondern denkt mal drüber nach. Gibt es da irgendwie eine Liste, wo dann steht, wer was braucht? Oder? Mir ist immer noch nicht so ganz klar, ob das jetzt nur ab 18 ist oder ob man da einfach volljährig sein für muss. Kann man dann in Absprache mit natürlich den restlichen Familienmitgliedern das für denjenigen entscheiden? Also kann man im Endeffekt nur Organe spenden, wenn man wirklich hirntot ist. Ja. So, wir haben jetzt im Dezember, Anfang Dezember, unsere Oberstufenparty. Und da würde ich einfach mal fragen, wo könnte man denn so 2000 Ausweise mal herbekommen, weil die könnten wir dann... Die schicken wir euch. Komplikationen hat es bei mir auch gegeben. Ich habe auch jetzt noch Komplikationen, aber ich wäre letztes Jahr im August verstorben. Ich bin im April transplantiert worden aufgrund einer Autoimmunerkrankung, habe eine neue Leber bekommen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr hier sitzt heute, dass ich hier sitzen darf und kann und dass ihr vorne sitzt und dass das gemeinsame Thema angeht. Es ist also ganz, ganz wichtig für alle, und es kann ja jeden betreffen. Seitdem habe ich tatsächlich auch diesen Ausweis mit, und ich glaube, diese Leute sind zu erreichen, die eigentlich wollen letztendlich, aber einfach immer wieder, wo der letzte Anstoß irgendwo fehlt. Auch wenn du diesen Ausweis ausgefüllt hast, ist das ein ganz wichtiger Schritt, aber in Deutschland ist es auch geregelt, dass immer noch mal mit dem Angehörigen gesprochen wird. Das heißt, Schritt 1 ist der Ausweis, Schritt 2 ist immer, dass ihr mit euren Angehörigen sprecht. Das ist auch so ein bisschen die Interpretation dessen, was da vorne steht. Entscheidend ist nur die Entscheidung. Es geht auch darum, dass man Leuten eine Entscheidung abnimmt. Also im Falle eines Falles sollte allen klar sein, die in eurem engsten Familien- und Freundeskreis sind, was ihr so gewollt hättet. Würde ich hiermit ankündigen, dass im nächsten Jahr ein Benefizkonzert stattfindet zugunsten der jungen Helden, was wir organisieren wollen Anfang nächsten Jahres und wo wir dann natürlich auch auf eure Hilfe mit angewiesen sind. Nochmal herzlichen Dank an junge Helden und Klaas. Das fand ich persönlich und auch wir eine richtig gute Veranstaltung. Dankeschön. In erster Linie geht es darum, dass man dem ganzen Gefühl hinzufügt, weil das ist das, was hauptsächlich fehlt. Und aus dem Gefühl kann auch ein Interesse entstehen, und wenn Interesse da ist, dann ist man auch bereit, Fakten aufzunehmen. Wenn das Interesse gar nicht geweckt ist, dann wird man so mit so Zahlen konfrontiert, das kennt man auch in anderen Bereichen, vielleicht aus der Schule so. Ohne emotionalisiert zu sein, ohne eine Identifikation, ist es einfach ganz schwierig, nackte Zahlen aufzunehmen. Aber am Ende geht es darum, dass die Leute sich erst entscheiden können, wenn sie mal was darüber gehört haben. Und das ist unsere Aufgabe. Müssen wir auch schauen, wie können wir das Thema gemeinsam mit Partnern lösen. Und nochmal danke an Unicum. Und wir würden das ganz gerne weitermachen, weil das Thema einfach elementar wichtig ist. Und wir müssen es in die Zielgruppe bringen. Und wenn ich die Jugendlichen heute sehe, wo ist er? Ja. Was am Ende des Tages übrig bleibt, ist das Thema Klasse an der Schule, das erhebbar mit jungen Helden, aber thematisiert das Thema Organspende. Und mit dem Benefits-Konzert, wenn das im nächsten Jahr stattfinden wird, also würden wir gerne unterstützen, auch teilnehmen, dann hat das eine gewisse Länge, eine gewisse Präsenz. Mhm.